Hallo und herzlich willkommen. Die Glasfaser ist ja nun endlich auch in Deutschland spürbar im Kommen. Doch in vielen Fällen endet die Glasfaser schon im Keller des Gebäudes. Die Frage ist nun, wie kriegt man die Glasfaser vom Keller bis in die Wohnung hoch oder ins Büro oder ins Homeoffice? Ja klar, man versucht die Glasfaser irgendwie durch ein volles Leerrohr nach oben zu quetschen. Dazu gäbe es im Prinzip fertige Glasfaserkabel mit vormontierten Steckern an beiden Enden. Das Problem ist nur, oft ist es in den vorhandenen Leerrohren schon so eng, dass man ein Glasfaserkabel zwar gerade noch durchbringt, aber hat leider nur ohne den Stecker dran. Außerdem haben die Glasfaserstecker meist einen langen Knickschutz und wenn das Leerrohr eine Kurve macht, kriegt man den langen Stecker nicht um die Kurve. Also muss man die Glasfaser erstmal ohne Stecker durch das Leerrohr schieben oder ziehen und erst am Ende den Stecker selber drauf montieren. Das ist zwar nicht ganz einfach, aber machbar. Wie das geht, hat mir netterweise Horst Renges von Telegärtner erklärt und ganz praktisch vorgeführt. Und zwar am Rande einer spannenden Netzwerkkonferenz namens LANline Tech Forum des WK Verlages am 29. Juni 2022 im futuristischen Hilton Munich Airport Hotel, also am linken Ende des Terminal 2 im Flughafen München. Zurück zur Glasfaser. Also wir sind hier bei der Firma Telegärtner. Und sprechen mit dem Herrn Horst Renges. Vielleicht sagen Sie einen Satz zum Telegärtner. Und dann würde mich natürlich interessieren, wie kriege ich meine Glasfaser vom Keller in den ersten Stock, ohne dass ich jetzt der Mnet 7000 Euro in den Rachen schmeißen muss. Also vielleicht erst zu sich und Ihrer Firma kurz. Ja, genau. Also wie schon gesagt, Horst Renges, Firma Telegärtner. Telegärtner ist ein internationaler Unternehmensverbund, international agierender Unternehmensverbund. Hier in Deutschland bin ich in Bayern zuständig für den Vertrieb Netzwerktechnik, wo natürlich auch die Glasfaserkabel dazugehören. Schwerpunktthema, was Sie jetzt ansprechen, ist dieser Bereich hier, Fiber in the Home. Fiber in the Home, das klingt schon mal gut. Genau, und läuft unter dem Überbegriff FTTX, Fiber to the Building, Fiber to the Office, Fiber to the Curves, Fiber to sonst was, Fiber to the Desk. Wir nennen es Fiber in the Home. Ja, also quasi Glasfaserverkabelung im eigenen Haus. Ja. Das ist die sogenannte Netzebene 4. Ja. Die unterscheiden 3, 4 und so weiter. Wir sind auf der Netzebene 4. Aha. Und jetzt geht es darum zu sagen, wie bringe ich jetzt zum Beispiel von dem Keller, ja, das Glasfaser, oder die Mnet oder die Vodafone oder Telekom führt quasi in den Keller ein hierher. Ja. Wie bringe ich jetzt quasi das Glasfaserkabel in meine Wohnung ein? Ja. Ja. So, und dafür gibt es unterschiedliche Produkte. Voraussetzung, man kennt sich so ein bisschen aus mit Glasfaser. Und wir haben jetzt hier ein Werkzeugset, mit dem wir Steckermontage machen. Also Glasfaser-Steckermontage. Kleine Frage. Fertige Kabel, gibt's so mit auch, zwei Stecker dran, haben Sie auch? Ja, natürlich. Ja. Empfiehlt sich aber nicht so gut, oder? Doch, weil aber Sie können es ja nicht einziehen. Ja, Sie brauchen ein Ende, wo man quasi das Kabel durch das Rohr durchschiebt. Ach so, da ist nicht genügend Platz meistens, oder? Und dann können Sie den Stecker nicht durchschieben? Das ist genau das Problem, ja. Das ist die Größe des Steckers. Zwei nebeneinander oder auch selbst wenn die hintereinander sind, geht unter Umständen schon, aber ich komme nicht um die Ecken. Wenn das Ruhekerzengerät nach unten läuft, ist es in Ordnung. Dann geht das, ja. Okay. Das heißt, Sie müssen dann selber, wie heißt das, Krimpen oder Stecker drauf bauen? Weltkonfektionierbare Stecker, Glasfaserstecker. Glasfaserstecker. Krimpen ist es nicht, es ist eine Art von physikalischen Glasfasern aufeinanderbringen, die in einem sogenannten Matching-Gel drin sind, das wiederum quasi die Verbindung schafft von der einen ankommenden Faser auf die Faser, die im Stecker verbaut ist. Aha. Und dazu braucht man ein bisschen Werkzeug, oder? Dazu braucht man Werkzeug, ganz genau, ja. Und das haben Sie. Genau. So, Kernstück des Werkzeugs ist dieser Kleber. Ja. Der hier. Faserbrechwerkzeug nennt sich das. Ja. Kleber. Hier in dem Werk, in diesem Kleber. Darf ich das mal wegtun? Dann haben Sie ein bisschen mehr Platz, oder? Den brauche ich später noch. Ah, den braucht man ja, noch. Ja, genau. Hier in dem Kleber ist eine Diamantklinge drin. Ja. Und diese Diamantklinge schafft 40.000 Klebungen, 40.000 Brechungen. Aha. Das ist im Prinzip ein Profi-Gerät. Ne? So, und. Und dann muss das Gerät auf den Schrott, oder was? Nee, dann kann man die Klinge austauschen und eine neue Klinge reinmachen. Aber die ist ein wertvolles Teil, oder? Die genau, Klinge. Das ist im Prinzip die Diamantklinge, die dieses Teil so wertvoll macht. Ach so. Und warum sage ich Kernstück? Weil bei unterschiedlichen Mitbewerbern ist eben nicht ein hochwertiger Kleber dabei, der es ermöglicht, bei der Faser einen sauberen Bruch zu machen, um niedrige Dämpfungswerte später bei der Verbindung auf den Stecker zu erzielen. Aha.
Ja, das A und O bei Glasfaser ist die Dämpfung. Wir haben am Stecker eine sogenannte Einfügedämpfung. Ja. Und diese Einfügedämpfung liegt ja eh schon bei 0,1, 0,2 dB. In der Summe darf ich nicht höher als 3 dB sein. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe verschiedene Steckverbindungen auf der Strecke. Ja. Jede Steckverbindung hat ein paar 0,2, 3, 4, 5 dB. Ja. Dann darf ich ein bestimmtes Budget an Dämpfung nicht überschreiten. Und das erzeuge ich hier mit diesem Kleber. Wenn ich hier einen sauberen Bruch habe, habe ich natürlich auch niedrige Dämpfungswerte. Aha. Und das wird jetzt nicht geschnitten, sondern geritzt, glaube ich. Das wird geritzt, genau, und dann wird die Faser gebrochen. Also wie der Schreiner, der tut seine Scheiben ja auch nur ritzen und bricht sie dann. Ne? Nicht der Schreiner, sondern der Glasbauer. Ja. Der Glasbauer ist es, ja, genau, der Glasbauer. Richtig, der, ne? Ja. Genau. Wir haben hier ein Breakout-Kabel, ja, das ist ein typisches Kabel für den Innenbereich. Ja. Und das ist ein sogenanntes Single-Mode-Kabel, was im Heimbereich verwendet wird. Ja. Kurze Frage, hat die Farbe Gelb irgendeine Bedeutung? Ja, hat sie. Ja, diese Farbe Gelb steht für Single-Mode. Aha. Ja. So, und dafür brauchen wir jetzt ein Abmantelwerkzeug, das sogenannte Miller-Tool. Aha. Vielleicht das kennst du, oder? Ja. Miller-Tool, genau. Und dafür brauchen wir auch ein bestimmtes Absatzmaß. Diese Montageanleitung ist im Prinzip bei den Steckern dabei. Wenn man einen Wackelstecker kauft, die dann im Prinzip so daherkommen, ja, da ist auch eine Montageanleitung dabei. Mhm. Und wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt hier ein Absatzmaß von 9 cm und nochmal 3 cm, also insgesamt 12. Mhm. Jetzt kann man natürlich hergehen und das mit dem Lineal abmessen, sich da mit dem Markierungsstift eine Markierung machen, ja, und sagen, okay, ich habe jetzt da 12 mm, zack, und dann, und aber ich mache das jetzt mal Augenmaß, ja, ja, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Ja, und nochmal, ich würde sagen, das sind ungefähr 12 cm. Das ist deswegen wichtig, weil ich das später in den Stecker einfüllen muss. Ja. So, und dann mal hier so einen ersten Cut mit dem Miller-Tool, ziehe die Isolierung ab. Und das, was hier auftaucht, ist das sogenannte Kevlar. Dieses Kevlar ist da. Um Kevlar? Kevlar, genau. Ja, so heißt okay. Das ist im Prinzip da, um eine Zugentlastung auf den Stecker zu bringen. Ne? Ist hochbelastbar, oder? Ja, genau. Was dann baue ich hier nochmal die 3 mm, ne? Also die 30 mm. Das ist ungefähr 30, ne? So, da habe ich aber auch einen Mülleimer, da kann ich im Prinzip das hier alles so reinschmeißen. Ah, der Abfalleimer. Ja, genau. Darf ich ja vornehmen, ja. Aber wir sind ja hier im Hilton Hotel, da passt es. So, und bevor ich jetzt die Faser quasi abstrippe und reinige, hole ich mir alle Werkzeuge, die ich brauche, hervor. Wir brauchen hier einen sogenannten LC-Montagehalter. Den Kleber habe ich da. Dann brauche ich noch hier einen Reinigungsstift. Und natürlich einen entsprechenden Stecker. Die da sind. Sind die Stecker? Nein, das ist ein SC. Ich will einen LC-Stecker machen. Da sind sie gelandet. So, das hätte man im Prinzip auch vorher machen können. Also man sieht hier zum Beispiel, wie ich diese ganzen Tüllen und Schutzschläuche drüber machen muss. Ne? Genau, also ich beginne im Endeffekt mit dem hier. Das ist der Kevlar-Stopper. Der da, ja. Dann Tube. Willst du nicht den Stecker verwenden? Nee, das will ich nicht. Okay. Weißt schon warum? Bin ja nicht mehr drüber. Dann brauche ich den Kevlar-Stopper. So, das sind die Teile, die im Prinzip alle vorher drüber müssen. Aha. So, das hätte ich jetzt natürlich auch hier machen können, aber den habe ich schon abgemantelt und dann wäre das vielleicht
nicht ganz so einfach gewesen, das Ding zu bringen. Genau. Jetzt fangen die also nochmal an und manteln jetzt richtig ab hier. Das war die richtige Reihenfolge jetzt. Das war jetzt die richtige Reihenfolge, ganz genau. Ja. So, sage ich mal, das sind ungefähr die 12. Kevlar nach hinten. Aber außerhalb vom Grenzwert oder noch innerhalb vom Grenzwert? Wie lange haben Sie da jetzt üben müssen, bis Sie das so flott vorführen können? Ich habe es jetzt vielleicht 5-mal gemacht oder so. Ah, okay. Ja, ja. So, jetzt habe ich hier mein Steckverbinder. Das Ding ist schon abgegangen. Ja. Das sollte natürlich nicht sein. Also dieses Kunststoffteil hält die V-Nut, die in dem Stecker ist, auseinander, um dort später die ankommende Faser zu befestigen im Stecker. So, das ist die Montagehilfe und hier wird im vorderen Teil wird der Stecker jetzt quasi eingelegt. Der LC-Stecker, das ist ein sogenannter LC-Single-Mode-Stecker. So. Und hier wird dann später die Faser eingelegt. Ne? Das ist nur eine Schablone jetzt, oder? Das ist eine Schablone, genau. Aha. Okay, jetzt geht's los, ja, mit dem Faser cleaven, also mit dem Faserbrechen. Nehmen wir sie hier die hintere. Man sieht, wie ich da quasi den Glasfasermantel abstrippe. Ja. Ja. Dann habe ich hier meinen Reinigungsstift. Oh, jetzt ist sie mir abgebrochen. Jetzt muss ich da leider noch mal ein bisschen abzwicken. Die Faser, muss man sagen, ist jetzt leider schon ein bisschen älter. Hast du sie? Wärst du da gleich ein? Ja, genau. Das ist schon ein bisschen brüchig, die Faser. Das Kabel liegt jetzt natürlich schon seit einigen Monaten bei mir im Auto rum. Ach so. Ja, ja, und das mag es eigentlich nicht. Auf dem Armaturenbrett, wo die Sonne drauf ist. Ja, genau. Ja, ja. Wobei Temperaturenschwankungen jetzt eigentlich dem Kabel nicht viel ausmachen, aber Erschütterungen. Ach, tatsächlich? Ja. Aha. Mhm. Und das ist ja ungewöhnlich, weil das Kabel liegt ja normalerweise irgendwo erschütterungsfrei, ne? Genau. Ja, ganz okay. Genau. Man muss natürlich aufpassen, wenn ich die Faser natürlich zu arg biege, bricht sie, klar. Das ist ja das, was mir jetzt gerade passiert ist natürlich. Ja, ja, ja. So, und dann habe ich hier also meinen Cleaver. Das wird in den Cleaver eingelegt, so dass die Faser, also die Ummantelung der Faser ungefähr bei 9 mm aufhört. Also sprich das Gelbe, die Isolierung, ja, sollte da bei 9 mm sein. Dann mache ich den Cleaver zu. Ich habe also hier die Fixierung, ja. Der Schlitten steht bei mir vorne, der Fasermülleimer ist geöffnet. Schlitten zurück. Aha. Und jetzt war die Diamantklinge am Werk. Ganz genau, oder? Ja. Faser ist fertig. Ja. Und die hat nur geritzt und nicht gesägt. Jetzt lege ich die Faser im Prinzip ein in diese Montagehalter. Aha. So. Das wird hier gezeigt, 1 bis 1,5 mm soll sie drüber stehen. Ja. 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 Und das ist der Grund, warum man zum Beispiel jetzt so weit abwandelt. Ne? Mhm. Ich mache das jetzt mal ohne. So, und jetzt bin ich also hier bei den 1,5 mm, was ich gesagt habe. Ja. Ne? Zack. So, das muss jetzt also im Prinzip hier fixiert werden mit diesen drei Türchen, die das Ganze festhalten. Jetzt kann man es hier nochmal kontrollieren. Hier ist eine Markierung drauf, auf dem Montagehalter. Wenn ich das jetzt ansetze, genau, im Prinzip hier, sieht man, also da muss ich es ansetzen. Ja. Da sieht man, ob die Länge stimmt, oder? Da sieht man, ob die Länge stimmt. Also, in etwa so soll es sein. Die Faser ist vielleicht ein bisschen zu kurz abgesetzt, ja.
könnte man etwas besser machen. Ja. Und dann fahre ich in den Stecker rein. Ja. Jetzt hat es Klick gemacht. Beim ersten Klick öffne ich die mittlere. Dann gehe ich hier auf Spannung. Hier sollte Spannung drin sein. Ja. So. Und das war jetzt im Prinzip die Montage auf dem Stecker. Mhm. Genau, also der hebt auch da drin. Ja, dann kommt. Ach, der ist jetzt auch arretiert. Genau. Aha. Ist da irgendein Schnäpperchen zugegangen, dass es jetzt fest sitzt? Ja. Das Kunststoffteil rausnimmt, geht da zusammen. Ach so, genau, da also ist ein Kunststoffteil rausgesprungen. Hier in der Ferrule, ich zeig mal kurz die Ferrule, das ist das weiße Teil hier, ist wie gesagt ein Stück Faser drin. Ja. Diese Faser liegt in einer sogenannten V-Not. Und die ankommende Faser mit der Faser im Stecker wird quasi auseinandergehalten durch dieses Kunststoffteil. Ja. Sobald ich das entferne, geht die V-Not zu und die beiden Stecker, die beiden Fasern sind quasi in dieser V-Not in dieser V-Not drin. Und das ist das, was hier passiert ist. Aha. So, jetzt muss ich hier noch ein bisschen. Vielleicht das hier ausbringen. Was machen Sie jetzt? Jetzt tun Sie den Kevlar irgendwie, oder? Genau, jetzt kommt das Kevlar fixiert. Ja. Ne? Ja. Dann habe ich hier eine Kevlar-Schere. Das geht auch nur mit dieser speziellen Schere. Also die ist schwer zu schneiden, oder? Ja, genau. Im nächsten Step. Im nächsten Step schraube ich im Prinzip das Kevlar fest. Dann kommt, der Schutzschlauch und am Schluss noch die Knickschutzhülle drüber. So, und das wird hier arretiert in diesen beiden Nasen. Und dann ist der Stecker fertig. Aha, jetzt sind wir fertig. Aha. Genau. Ja. So. Jetzt könnte man noch eine Funktionsprüfung machen. Und zwar haben wir dafür eine Rotlichtquelle. Ja. Die ist pulsierend oder mit oder permanent. Oder permanent, genau. Hier kann ich umstellen auf Puls oder permanent. Ne? Aha. Okay. So was haben Sie nicht gemacht? Genau, das wäre permanent. Und um den Stecker jetzt zu testen, kann man jetzt ein sogenanntes Testkabel verwenden. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas hier. Dafür bräuchte man dann auch eine entsprechende Kupplung. Aha. Das ist jetzt nicht die hundertprozentig passende Kupplung, weil die im Prinzip für Multimode-Verbindungen ausgerüstet ist. Ja. Aber das geht auch so. Ja. Genau, und wenn hier also kein Licht austritt, dann haben wir richtig gearbeitet. Wenn jetzt hier Licht austreten würde, hätten wir ein Problem. Also dann müsste ich den Stecker neu machen. Sehen kein Licht hier, wir oder? Wir sehen kein Licht, passt. Und das ist ein gutes Zeichen, weil es tritt kein. Das wäre Streulicht. Genau. Ja. Sonst würde rotes Licht hier austreten. Sonst würde genau in dem hinteren Fenster rotes Licht auftreten, was bedeutet, dass, dass ich die Faser nochmal neu konfektionieren müsste. Ah, so. Aha. Genau. Genau. Und sowas braucht man jetzt, also erstens Anwendungsfall, wenn im Keller die Fiber-to-the-Building aufhört und ich das Ding aber in die Wohnung auflegen will. Erster, zweiter, dritter Stock. Also, genau, im Endeffekt ist es so, der Provider bringt das Glasfaserkabel in den Keller rein. Ja. Und der Wohnungseigentümer oder der Hauseigentümer hat natürlich jetzt die Aufgabe, irgendwie seine Dose, die irgendwo im Wohnzimmer oder wo die jetzt alles ankommt, zu installieren. Jetzt ist natürlich so, wahrscheinlich kann das keiner machen, der nicht unbedingt vom Fach ist. Also ich bin ja gelernter Elektriker, ich weiß, wie ich natürlich so mit sowas umzugehen habe. Ja. Ja? Und man würde jetzt zum Beispiel hier diese Dose, zum Beispiel hier, durch das Leerrohr runterführen, also die unkonfektionierte Seite quasi durch das Leerrohr runterführen, bis zu dem Verteiler. Ja. Und dann kann ich im Verteiler selber diese Stecker montieren. Ja. Ja. Aha, okay. So, aha. Genau. Aber aus meiner Ansicht bringt es nichts, das einem zu verkaufen, der nicht unbedingt vom Fach ist. Aha. Also es muss ich als Mindestanforderung, sollte er
mindestens Elektriker oder Elektroinstallateur gelernt haben. Das heißt, ein Elektriker, der sich ein bisschen noch spezialisiert hat ganz auf die genau, Themen, oder? Genau, das ist der typische Installateur. Das ist der typische Installateur, der sich im Bereich Datennetzwerktechnik, Glasfaserinstallation fortgebildet hat. Aha. Das wäre dann auch der Kunde für Ihr schwarzes Täschchen, oder? Ganz genau so ist es, ja. Aha. Ja. Können Sie das nochmal kurz zusammenfassen, was in dem Täschchen drin ist? Genau. Sagen also Sie mal, was das kostet. Das Kernstück von diesem schwarzen Täschchen, also ist eben dieser Cleaver, von dem ich gesprochen habe. Ja, ah ja. Das ist das hier. Ja. Cleaver heißt der? Cleaver, genau. Faserbrechwerkzeug. Aha. Ja. Okay. Aha. Ja. So, und mit diesem Cleaver erziele ich dämpfungsarme Verbindungen. Aha. Ja. Dadurch, dass es eben ein hochwertiges Gerät ist. Ne? Was kostet sowas? Haben Sie das so ein Cleaver? Das ist also, wie gesagt, das teuerste an dem ganzen Werkzeugset. Also was kostet das ganze Set insgesamt? Das ganze Set liegt ungefähr bei 1.400 Euro Liste. 1.400 Euro. Listenpreis. Listenpreis. Ja, Installateure haben natürlich Rabatte dort auch. Aha, okay. Gibt es das auch im Handel? Also ich habe gesehen, ihr seid ja Telegärtner teilweise auch bei Amazon ganz stark vertreten. Nee, sind wir nicht. Das geht über Distribution oder direkt von euch? Wer auch immer das bei Amazon einstellt, das sind nicht wir selber. Ach so, das sind Zwischenhändler. Das sind irgendwelche Zwischenhändler, genau. Wir haben keine Bestrebungen, mit Amazon Geschäfte zu machen. Ah so, okay. Also wir verkaufen... Ihr wollt an die Fachleute quasi, an die Fach... Wir verkaufen über den Elektrogroßhandel, das ist der Fachhandel. Ja. Genau, oder natürlich im großen... Nein, wir verkaufen über einen Elektrogroßhandel, so ist es. Aha, offiziell über... Ganz genau, also nicht über Amazon. Wir haben natürlich auch Distributoren, klar, wie jetzt beispielsweise Systemhäuser, die irgendwelche Produkte bei uns beziehen. Aber das ist auch kein Großinstallateur, sondern es ist ein Systemhaus, das wiederum unsere Produkte in die Projekte anbietet. Aha. Aber wir sind nicht bei Amazon. Achso, und wenn die es an Amazon weitergeben, ist es denen eher... Können Sie nicht verhindern... Wollen wir auch gar nicht verhindern, weil jeder kann ja die Produkte dort verkaufen, wo er möchte. Ja. Ist ja auch Umsatz am Ende des Tages. Ganz genau. Ja, genau. Am Ende des Tages. Ja. Und was ist jetzt alles drin in dem Taschel? Also das wäre das Wertvollste, der Fiber Cleaver, da steht auch... Was auch ganz wichtig ist, ist eben dieses Miller-Tool. Das ist also die Upstep-Tange. Ja, ja. Sie haben gesehen, mit diesem Tool habe ich drei verschiedene, im Prinzip drei verschiedene... Bitte? Funktionen, genau. Also ich habe zum einen den Mantel, den Mantel abgestrippt. Ja. Dann habe ich einmal das sekundäre Mantel abgestrippt und einmal das Coating. Ja. Ja. Also mit diesen drei Einheiten. Also hochspezialisiert, ne? So, das ist das sogenannte Miller-Tool. Das hat jeder Speicher, das ist im Prinzip ein handelsübliches Werkzeug, der Glasfaser verarbeitet. Ne? Aha. So, und dann haben wir hier natürlich noch den Fiber-Checker, also sprich die Rotlichtquelle, mit der ich quasi Licht auf die Faser gebe. Also eine Infrarot-Taschenlampe oder so. Genau, sowas ähnliches, eine Rotlichtquelle. Ja. Rotlichtquelle, ja. Klingt besser. So, und dazu noch einen Adapter, um von, hier ist eine 1,25 mm Ferrule drin, also für RC-Stecker. Und der Adapter, um auf SC-Stecker zu kommen, auf die 2,5 mm. Aha. Genau. Und dann noch einen kleinen Fasermülleimer. Ja. Ach, der Mülleimer ist auch dabei. Der ist auch dabei. Dann natürlich auch noch die Kim Wipes, also sprich die Tücher, um zu reinigen, um die Glasfaser zu reinigen. Ja. Und der Washtec-Reinigungsstift. Wo ist er? Hier. Elektrowash. Aha. Ah, genau, das ist alles dabei. Okay. Mhm. Genau, da kann man vielleicht noch persönliche Sachen noch reinpacken, wie zum Beispiel dieses Testkabel. Oder halt eine Kupplung. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch eine LC-APC-Kupplung. Ja. Also sprich für Steckverbinder, die einen Schrägschliff haben, also einen APC-Schliff. Ja, das hier ist alles GA-Schliff. Aha. Und sagen Sie mal, der zweite Anwendungsfall wäre doch dann Leute, die ein großes Haus haben und sagen, ich will jetzt alles per Glasfaser, aus welchem Grund auch immer. Ja, hätten die einen ähnlichen Bedarf, oder? Naja, das war jetzt quasi der Anwendungsfall für den Heimbereich. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in die Industrie gehe und sage, ich habe jetzt Maschine-zu-Maschine-Verkabelung oder was, oder ich habe irgendwelche Aktoren oder Sensoren, die per LWL angebunden sind, oder ich muss irgendeine Reparatur machen in meiner Glasfaserinfrastruktur, da habe ich diese Anwendungsfälle überall. Ja, ja. Mit sowas arbeite ich. Ja, ja. Ja. Da drüben ist ja ein Aussteller, Microsense, Sie sehen es von hier. Ich kenne den, ja. Der hat ja solche Mini-Switche, und der kann die auch über Glasfaser, da kann er quasi eine beliebige Anzahl von Switchen in diesen Fußbodenleistungen rein und sagt, er kann die natürlich per Glasfaser speisen.
wäre auch noch Speisen. Also der Switch gibt das Signal aus. Ja. Also das Speisen würde ja bedeuten, ich versorge den mit irgendwas. Aha. Das ist ja falsch. Ja. Der Switch hat ja eine LED, eine Lichtquelle, einen Laser. Ja. Je nachdem, was das für eine Geschwindigkeit überträgt. Aber das ist die Datenanbindung, ne? Das wäre die Datenanbindung, ganz ja, klar. Ja. Ja, ja. Und da wäre es ja auch der, sagen wir mal, das Köfferchen braucht man ja, wenn man nicht fertige Kabel nimmt, die feste Längen haben, sondern wenn man die Länge selber definieren möchte, oder? Genau. Dann braucht man dieses Köfferchen. Ja. Immer dann, wenn ich hergehe und eine unkonfektionierte Faser mit feldkonfektionierbaren Steckern mache. Aha. Können Sie noch ein bisschen sagen, wo liegt denn das preislich etwa, so ein gelbes Kabel? Das ist sehr unterschiedlich. Ne? Also das ist jetzt im Prinzip ein Duplex-Kabel, also ein sogenanntes Mini-Breakout, im Prinzip für den Innenbereich. Ja. Ja. Und da liegt so der Meter, glaube ich, so bei 40 Cent oder was. Ja? 40 Cent? 40 Cent. Aha, also nicht teurer als ein Ethernet-Kabel, oder? Nee. Nicht teurer als Kupfer. Ja, aber das, wie gesagt, also wir unterscheiden bei den Kabeln Innen- und Außenkabel. Also ja. Zum einen gibt es die Außenkabel, die eine zentrale Bündelader haben. Das ist im Prinzip dann, ich zeige es Ihnen dann, genau. Wobei das hat die MPO-Strecke dann. Also das hier ist zum Beispiel ein Kabel, mit dem ich zum Beispiel zwei Gebäude verbinden, die innerhalb einer Area sind, innerhalb ja. einer Local Area Network, also ja. auf einem Campus. Genau. Das ist ein schönes Wort. Ja. Ja, das gefällt mir, genau, auf einem Campus. Ja. Aha. So, und das Kabel ist jetzt zum Beispiel geeignet, um es von im Außenbereich zum Beispiel zwischen zwei, also entweder im Boden oder meinetwegen in irgendwelchen anderen Umgebungen zu verlegen, weil es A, UV-beständig ist und B, geeignet ist, es hat alles. Dieses Fließ, was da drin ist, dieses Quellfließ. Ja. So, und das hat zum Beispiel eine zentrale Bündelader und da sind jetzt 12 Fasern drin. Mhm. Und diese Kabel können dann auch mit einer verteilten Bündelader ausgeliefert werden, wo dann in jeder Bündelader 12 Fasern drin sind. Also sprich 2x12, 4x12 ja. und so weiter. Das sind die sogenannten Universalkabel, die im Bereich Außen und Innen verlegt werden. Und dann haben wir natürlich die Innenkabel und das sind sogenannte Breakout-Kabel. Und da sind wir also hier dabei. Ah ja, okay. Genau. Aha. Das heißt, die Außenkabel haben mehr physikalischen Schutz auch, oder? Ja, richtig. Also während ich hier kaum Zugbelastung draufgeben kann, weil ich natürlich sehr wenig Kevlar habe, kann ich hier natürlich mit 75 Kilo dann ziehen. Ah, so, ja. Okay. Weil das hat 1500 Newton Zugkraft. Aha. Das heißt, ich kann 150 Kilo, sagt er, dran hängen. Aha. Sollte ich natürlich nicht machen, aber ja. Ja. Okay. Wie lange gibt es diese Tasche schon? Also wir haben die jetzt im Sortiment seit ungefähr anderthalb Jahren. Aha. Verkaufen sie aber jetzt aktiv und wird sie seit einem Jahr. Ja. Und diese LWL-Konfektion gibt es aber schon seit 20 Jahren. Ja, okay. Nur halt jetzt, das was wir jetzt heute neu machen, ist das... Dass zum Beispiel der Stecker werkseitig vorpoliert ist und vorbestückt mit einem Stück Faser drin. Aha. Vorher war es halt so, dass die Faser im Prinzip komplett durchgeführt wurde und dann musste der Stecker noch mit der Hand poliert werden. Aha, okay. Also sprich, es ist ein Kleber eingespritzt worden und yeah. so, da ist die Faser verklebt worden. Ach, und dann musste man es doch polieren. Yeah. Und das hat man jetzt vereinfacht, indem man im Prinzip ein Stück Faser eingeführt hat und jetzt eine Konfektion ermöglicht hat innerhalb von zwei, drei Minuten oder was. Ne? Also wenn Sie es jetzt nicht ausführlich erklärt hätten, würden Sie weniger als 5 Minuten brauchen, um so einen Stecker drauf zu setzen? Weniger als 5 Minuten. Ja. Ja klar, weil das, was am meisten Arbeit kostet, ist die Vorbereitung an der Faser. Aha. Ja. Merken Sie eigentlich, dass in letzter Zeit so ein bisschen die Stimmung besser in Richtung Glasfaser wird bei uns in Deutschland? Schon, oder? Das liegt am Breitbandprogramm der Bundesregierung natürlich. Ne? Die Aha. Bundesregierung fördert eben natürlich solche Projekte und da wollen wir natürlich als Hersteller auch irgendwo partizipieren. Ne? Ja. Also das hat Auswirkungen. Da tut sich was bei uns endlich mal. Ganz genau. Ja. Wir sind ja nicht die Einzigen, die mit solchen Sets unterwegs sind. Ne? Also die einzigen zwei hier. Ja. Aber es gibt auch Mitbewerber, die natürlich solche sind. Da draußen ist, glaube ich, auch noch einer, der sowas hat. Ne? Ja. Aha. Aber klar, da tut sich auf alle Fälle was. Ja, super. Genau, ja. Haben wir alles Wichtige, ja, oder? Ja, alles Richtige gesagt, ja. Wunderbar. Ja. Sie haben schon recht gehabt. Ja. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne, ja. Ich schicke Ihnen einen Link. Gell? Ja, das ich glaube, dass es schön wird. Ja. Darf ich nochmal fragen nach dem Mülleimer? Wieso ist jetzt da ein extra Mülleimer? Das hat doch jeder daheim. Ja, da kann man natürlich auch eine Salzdose nehmen. Aber der Punkt ist einfach, dass diese Fasern sind so dünn,
Ja. Wenn man die jetzt beispielsweise irgendwo einatmet oder durch eine Verletzung, durch eine offene Verletzung auf die, in den Körper gelangt, dann gelangt ihm die Blutbahn und kann irgendwo zum Herzen geführt werden. Und das ist natürlich ein Problem. Also sollte man sehr vorsichtig sein mit Faserresten, die quasi geklieft werden. Und dann, deswegen ist auch bei dem Kleber direkt der Mülleimer da. Ja. Dass die Faser direkt in den Mülleimer fällt und damit ist die Faser im Prinzip vom Tisch. Können Sie sagen, wie dünn, wie ein menschliches Haar jetzt oder im Vergleich? Die ist ca. 200 Mal dünner als ein menschliches Haar. 200 Mal dünner als ein menschliches Haar? 9 Mikrometer haben wir jetzt hier verarbeitet. Aha. 9 also Mikrometer. Dünner als eine Nadel, ne? Viel dünner. Deutlich dünner. Ja. Viel dünner. Ja, viel dünner, ja. Okay. Wir wissen, wie die... Also, wenn man jetzt so ein menschliches Haar hat, ne, meinst du, es jetzt etwas dünner, ne? Aber ja. Ja, das ist Baum dagegen, nicht? Wir können ja den Spezialisten mal kurz fragen, ne? Wie dünn ist so der 9 Mikro im Vergleich zu einem menschlichen Haar? 9 Mikro? Du hast ja da mal irgendwie auf einer Folie was gehabt. Alter Scheiße. Faktor 10 mindestens. Faktor 10, ja, schon. Ja, das ist, Faktor 10? Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist ja bei mir jetzt gar nicht wirklich. Ja, in etwa. Aber du hast immer dünner. Alter, wenn man, da werden die Haare dünner. Habe ich schon gesagt bei mir, ja. Ja, also aber als Glasfaser können wir es nicht verwenden, oder? Nee, da kann man nicht. Nee, um Gottes Willen. Okay. Vielen Dank nochmal an Horst Renges von Telegärtner und an seine netten Kollegen für die tolle Erklärung. Auf der Lahnlein-Konferenz gab es noch weitere Exponate, Demos und Vorträge rund um Vernetzung und Glasfaserlösungen. Etwa von Bachmann aus Stuttgart mit Lösungen rund um Netzwerk und Medientechnik. Comscope, ein amerikanischer Netzwerkhersteller, zu dem übrigens auch der WLAN-Hersteller Rokus gehört. Hier mit Glasfasersystemen für 400 und 800 Gigabit sowie 1,6 Terabit. Corning aus Corning im Staate New York, einer der größten Hersteller von Glasfasern, bekannt auch durch das robuste Corning Gorilla Glas für Handys. DTM VR Experience. Hier sieht man gerade Erik Weiß von WK. Der macht gerade einen virtuellen Rundgang mit einer VR-Brille durch ein Rechenzentrum, das von DTM geplant wurde. EasyLAN mit zahlreichen Lösungen rund um die Vernetzung. Klaus Faber AG aus Saarbrücken mit einem breiten Angebot an Glasfaserkabeln und Komponenten für den Breitbandausbau, Datacenter und 5G-Netzausbau. GHMT, Gesellschaft für Hochfrequenzmesstechnik. Laserkomponente aus Olching, hier mit Montage- und Messgeräten rund um die Glasfasertechnik. Legrand, ein französisches Unternehmen mit Lösungen von Beleuchtung bis Vernetzung. Microsense aus Hamm in Nordrhein-Westfalen mit sehr kleinen Switchen, die man direkt in den Kabelkanal einbauen kann. Ab Herbst 2022 auch mit WLAN-Funkprodukten für Indoor- und Outdoor-Wi-Fi. R&M EDV Service aus Augsburg. Ein IT-Systemhaus für IT-Service, Security, Datensicherung und Managed Services. Rittal aus Herborn in Essen. Ein sehr großer deutscher Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur sowie Software und Service. Rosenberger mit Lösungen für Hochfrequenz und Fiberoptik. Sachsenkabel mit einem starken Fokus auf Glasfaserlösungen. Sunbird mit smarten Lösungen rund um die Planung von Rechenzentren, TDE Transdata Elektronik mit smarten Rack-Systemen und Telegärtner mit einem großen Portfolio rund um Vernetzung und Verkabelung. Ich denke, dass ich noch ein, zwei Videos aus den Gesprächen und Demos mit diesen Ausstellern schützen werde. Falls ihr das oder ähnliche Netzwerkthemen nicht verpassen wollt, am besten meinen Kanal abonnieren und gleich die Glocke rein. Fragen, Meinungen und konstruktive Kommentare gerne direkt unter dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.